Der Weg sieht hier auf jeden Fall challenging aus. Und bei den Bildern, die man so kennt, sieht das immer so magisch aus. Seht selbst. Hallo. Hallo. Und damit willkommen im neuen Video. Wir sind jetzt hier im Nationalpark Cape Hillsborough auf einem wunderschönen Campingplatz. Ja, der Campingplatz liegt direkt am Meer und ist bekannt für die ganzen wilden Tiere, die man hier sehen kann. Haben es auch schon daran gemerkt, dass einfach zwei Kängurus auf dem Campingplatz waren. Und wie heißt dieser Vogel? Ich weiß nicht, wie er heißt, aber er ist sehr laut und gurgelt auch komisch. Ja. Und generell ist der gesamte Park hier bekannt für seine Kängurus und auch in Kombination mit dem Strand. Mehr dazu seht ihr später im Video. Und wie ihr schon seht, eben gesehen habt, hier ist direkt der Strand und hier rechts direkt ist unser Campingplatz. Unseren Van habe ich euch am Anfang vom Video auch schon gezeigt, wo der steht. Ja, und wir machen uns jetzt auf den Weg zu einem Aussichtspunkt, wo wohl Schildkröten zu finden sein sollen. In den Rezensionen haben wir zumindest gelesen, dass vor 5 Tagen jemand da war, der angeblich Schildkröten gesehen hat. Also, auf mal geht's! Schauen. Der Weg sieht hier auf jeden Fall challenging aus. Ja, der Weg hier, der ist auf jeden Fall nicht rollstuhlfreundlich. Aber ich denke mal, wir bestreiten ihn auf jeden Fall ganz gut. Und der ganze Weg ist übrigens, wie lang war er, Laura? 5,4 Kilometer? Ja, aber nur wenn man hin und zurückläuft. Wenn man hin und zurückläuft, man kann bei Low Tide auch eine Abkürzung über dem Strand machen. Das werdet ihr später sehen, weil wir haben aktuell Low Tide. Hoffentlich klappt das noch. Was man hier so alles entdeckt auf dem Wanderweg, haben wir hier eine große Höhle gefunden. Hallo, ist hier jemand drinne? Nein, hier ist keiner. Ist einfach nur eine krasse Höhle. Keine Fledermaus, schade. Hier sind ja Fledermäuse anscheinend auch irgendwo. Und hier haben wir das erste Schild, was uns zum Turtle Lookout auch hinführt. 850 Meter. Wir müssen jetzt erstmal noch kurz überlegen. Wollen wir zum Twin Beach Lookout 100 Meter? 100 Meter ist ja nicht so weit, solange es nicht so hoch geht. Können wir es probieren? Hoffen wir mal. Weil bis hierhin war eigentlich Klettern. Okay, der Weg war jetzt echt durchaus besser. Und dann genießen wir jetzt mal die erste Aussicht am ersten Lookout-Punkt. Here we go. Da vorne endet übrigens später unser Wanderweg. Bei Ebbe kann man dann noch rüber zur Insel laufen. Und wenn wir noch Glück haben, die Ebbe stark genug ist, sollte aber, können wir dann hier über den Strand die Abkürzung zurück zu unserem Campingplatz nehmen. Und schon wieder hier ging jetzt wirklich ratzfatz, der Weg war in Ordnung und jetzt geht's weiter, 850 Meter zum Turtle Lookout. Sind wir gut drauf, Laura? Yeah. Hoffentlich gibt's Schildkröten. Falls sich einer von euch eben gefragt hat, was für ein Armband Laura trägt, wir haben hier coole All-Inclusive-Armbänder. Vom Campingplatz. Ja, die Bändchen sind keine All-Inclusive-Bändchen, nein, das ist einfach, weil hier ja auch einige Wildcamper kommen und dass die halt einfach wissen, wer darf hier die Toiletten, Duschen und so weiter benutzen und wer nicht. Wir sind jetzt am Turtle Lookout angekommen. Der Ausblick ist auf jeden Fall schon mal richtig gut. Turtles. Und du siehst, da sind Turtles. Ja, ich bin da. Also oh, tatsächlich da weit unten. Weg von hier. Ja. Aber da sind auf jeden Fall aber welche. Man sieht es da vorne. Vielleicht kann man ja dann reinzoomen fürs Video. Sehr, sehr cool. Ja, 5 Stück, oh, ne? 1, 2, 3, 4, 5 und da hinten ist noch eine 6. Krass. Aber der Ausblick hier auch ja. Phänomenal, auch ohne die Turtles. Awesome! Ja, einfach krass. Man kommt zum Turtle Lookout und sieht Turtles. Ja, ist ja nicht immer so, dass man genau das bekommt, was man erwartet. Daumen hoch!
wir kannten es ja von Magnetic Island mit den 100% Koalas, die überall hängen. Und hier sind einfach 6 Turtles. Die sind natürlich weit unten, aber man so mit bloßem Auge lässt sie sich gut betrachten. Ist einfach zu krass, wie die immer rauskommen und Luft holen aus dem Wasser. Für die Kamera ist es wahrscheinlich dann ein bisschen zu klein mit unserem Objektiv. Ja, aber wenn ihr hier seid, kommt ihr her, es lohnt sich. Ja. Und wieder im Wald, es geht schon wieder runter, aber ein Lookout-Punkt kommt wohl noch. Und angekommen am Lookout Nummer 3, den Andrews Lookout, nachdem der ganze Wanderweg hier auch benannt ist. Auch wenn ich jetzt sagen muss, wo ich es schon sehe, dass der Turtle Lookout doch um einiges cooler war. Schaut selbst. Ja, so gigantisch viel sieht man nicht, ne? So, noch 600 Meter zum Wedge Island Lookout, den wir gar nicht auf dem Schirm hatten. Der gehört aber wohl auch noch zum Rundweg. Wäre gut. Ich denke, von da aus kann man dann auch die Abkürzung über den Strand zurück machen. Mal schauen, wo wir gleich rauskommen. Und angekommen am letzten Lookout, der Wedge Island. Da gibt es die leckeren Kartoffelwedge, wie Laura vorhin festgestellt hat. Seht selbst. Hier sieht es bestimmt auch cool aus bei Flut. Bei Flut müssen wir den ganzen Weg aber auch zurückgehen. Wir kommen jetzt hier irgendwie runter zum Strand und werden dann die Abkürzung zurücklaufen. Wir haben es geschafft. Wir sind unten angekommen. Hier noch die letzten paar Stufen nehmen. Und dann sind wir hier so gut wie am Strand, müssen noch durch das Geröllfeld. Und bei Flut ist wohl bis hier vorne das Wasser, so dass man nicht zu der Insel rüberlaufen kann. Wir haben es geschafft. Wir sind unten am Strand angekommen und gehen jetzt zurück zum Campingplatz. Ja, war echt nicht der einfachste Wanderweg, aber vollkommen machbar ist halt durch die Hitze. War es dann ziemlich anstrengend, aber haben es ja geschafft und hat sich sehr gelohnt. Wieder zurück am Pfad, parallel zum Strand, am Campingplatz, wo wir gestartet haben. Und für den ganzen Walk haben wir übrigens insgesamt 1,5 Stunden gebraucht, exakt wie angegeben. Und es ist hier übrigens auch unser erster Campingplatz, der direkt am Strand liegt. Richtig cool. Wir hatten jetzt ein wunderbares Abendessen hier am Strand. Das ist echt wirklich traumhaft. Ja, so schön einfach. Und wir machen jetzt hier auf jeden Fall noch einen Abendspaziergang. Aber dann müssen wir auch demnächst schon wieder Richtung Bett, weil morgen geht es ganz früh los. Genau, 5 Uhr aufstehen und dann sehen wir uns hier gleich wieder für euch. 5.20 Uhr wird es hier auf jeden Fall noch ein Highlight geben. Hier am Strand von Cape Hillsborough, der bekannt ist für seine Kängurus, die hier wohl morgens zum Strand kommen und essen. Ja, war auch so. War wirklich ein schöner Anblick hier im Morgengrauen und dann wie der Sonnenaufgang war, konnten auch richtig tolle Bilder machen. Was ein bisschen uns überrascht hatte, also beziehungsweise was wir nicht so erwartet hatten, ist, dass hier relativ wenige Kängurus sind. Ja, das waren vielleicht gerade mal so 10 bis 15 Stück. Und dann war hier eine Rangerin, die hat auch noch erzählt, dass hier 2 waren. Einmal die Wallabies und die Kängurus. Und die Wallabies, das waren vielleicht 4, 5. Und das sind die wirklich Wilden. Und die Kängurus gehören hier zum Campingplatz. Die sind auch vom Campingplatz aufgezogen worden. Also die wurden halt aus der Gefangenschaft hier freigelassen, wohl mal, hat sie erzählt. Also die vielen wilden Kängurus, die hier zum Strand kommen, sind nicht so viele. Was man auf jeden Fall auch noch sagen muss, die werden hier tatsächlich angefüttert, obwohl überall Schilder sind, man soll nicht füttern. Die Ranger selbst machen das hier, damit die wahrscheinlich kommen, weil sonst würden die wahrscheinlich nicht jeden Morgen kommen. Hier sind so viele Menschen, das ist so ein typischer Instagram vs. Reality Ort, weil das ist einfach krass, wie viel hier los ist. 10 Menschen auf ein Känguru. Und bei den Bildern, die man so kennt, sieht das immer so magisch aus. Aber wenn man dann hier ist, ist das alles andere. Ja. Also ist es immer noch wunderschön, aber
auch irgendwie schockierend mit den ganzen Menschen, den armen Kängurus, die werden teilweise bedroht. Und die Rangerin muss auch echt mehrfach erwähnen, dass die Leute bitte zurückgehen und so. Also ist schon krass. Aber schaut euch mal unsere Bilder an. Da seht ihr ja, wie es schön aussehen kann und aber auch, wie viele Menschen hier waren. Und noch als kleiner Tipp, wenn ihr hier seid und schöne Bilder machen wollt, nehmt eine Kamera mit, die sehr gut im Dunkeln fotografiert. Wir waren hier ab 5.20 Uhr, wird auch empfohlen. Und irgendwie wurde dann lautes Geräusch gemacht oder die Kängurus hatten keinen Bock. Und dann sind auch um 5.40 Uhr fast alle bis auf die Handgezogenen hier vom Campingplatz abgehauen. Und da hat auch die Rangerin gesagt, ja, ihr habt jetzt, irgendjemand hat sich wahrscheinlich blöd verhalten, war zu laut, hat ein zu helles Blitzlicht benutzt und die Kängurus haben jetzt keinen Bock mehr und hauen ab. Und jetzt sind hier noch, glaube ich, aktuell die zwei vom Campingplatz, drei vom Campingplatz, die sich hier auch wohlfühlen, die Menschen gewohnt sind und sonst ist hier eigentlich gar nichts mehr außer im Haufen Menschen. Den Van schon vorbereitet. Heute geht es nämlich wieder Richtung Süden für uns. Ziemlich, ziemlich weit. Genau, wir haben jetzt hier unsere Sachen alle zusammengepackt. Hier noch ein Cape Hillsborough. Damit ist Cape Hillsborough für uns auch abgeschlossen. Ist ein wirklich schöner Ort. Man kann hier viele, viele coole Sachen machen. Hätten wir nicht erwartet. Und auch sehr, sehr beliebt bei Familien. Also auch abgesehen von den Kängurus echt ein toller Campingplatz und eine schöne Gegend, wo man tolle Touren laufen kann. Hat uns bisher auf jeden Fall mit am besten gefallen, der Campingplatz von denen, den wir bisher gesehen haben. Ansonsten lasst gerne ein Like zu dem Video da, schreibt uns gerne was in die Kommentare rein. Habt ihr schon mal Kängurus in freier Wildbahn gesehen? Ist ja nicht unser erstes Mal, aber hier am Strand war doch auch ganz cool. Mit dem Sonnenaufgang vor allem, ja. Und ansonsten nicht vergessen zu abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal weiter im Süden. Ciao, ciao. Tschüss.